Ali Schickrücken. Ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch. Möge es insgesamt besser werden als das letzte Jahr. Mal gucken. Heute habe ich den Lesemonat Dezember für euch, der tatsächlich sich zum Schluss doch noch ganz gut entwickelt hat. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, ich bleibe bei 2 Büchern. Aber es wurden mehr. Und der Monat begann mit Shakespeare, Der Sturm, im gemeinsamen Lesen. Das ist, glaube ich, das letzte Stück von Shakespeare, oder es gilt als das letzte Stück von Shakespeare. Und ich habe das vor 1-2 Jahren auch am Theater gesehen und fand es so, weil, also es war nicht schlecht, aber also, es war gut gespielt und auch irgendwie schön inszeniert, aber so richtig gepackt hat es mich nicht. Und ich dachte, vielleicht liegt es daran, dass der Text gekürzt wurde. Jetzt habe ich es gelesen und festgestellt, nope, liegt nicht so richtig daran, ist jetzt nicht so mein favorisiertes Shakespeare-Stück. Worum geht es? Es geht um Prospero. Prospero war der Herzog von Mailand. Ich gucke jetzt nochmal nach, ob das auch stimmt. Ja, er war der Herzog von Mailand. Allerdings hat er sich nicht so richtig für diese ganzen Regierungssachen interessiert, sondern eher so für Wissenschaften und hat ganz viel geforscht irgendwie da in seinem eigenen Forschungszimmer. Und sein Bruder hat so ein bisschen die Regierung übernommen. Der hat sich dann blöderweise mit dem König von Neapel zusammengeschlossen und das passte Prospero irgendwie nicht so und Prospero musste dann weg und er und seine Tochter sollten quasi umgebracht werden. Er hatte aber einen sehr treuen Diener und der hat ihm ein bisschen geholfen. Also er und seine Tochter wurden auf so einem, naja, jetzt nicht ganz so seetauglichen Schiff ausgesetzt. Und der Diener hat ihnen dann, soweit ich es jetzt noch in Erinnerung habe, dabei geholfen, dass sie sicher auf einer Insel landen. Und er hat sie mit Dingen versorgt, mit denen sie überleben können. Unter anderem auch mit ganz vielen Büchern, die Prospero gehören. Und auf dieser Insel hat er weiter seine Wissenschaft studiert. Er hat sich in Magie geübt und hat sich die Geister der Insel ja, untertan gemacht, kann man so sagen. Vor allen Dingen einen, nämlich Ariel, den er aus einem Baum befreit hat, in den ihn eine Hexe verwünscht hat. Und seitdem ist er halt sein Diener, um diese Schuld für die Befreiung zu begleichen. Und Prospero will Rache nehmen und er ruft mit Hilfe von Ariel, der Winde wehen lässt, ein Schiff zu sich an die Insel, auf dem sein Bruder ist, sich befindet, auf dem sich der König von Neapel befindet, der Sohn des Königs von Neapel und noch andere Menschen. Und die lässt er alle auf der Insel Schiffbruch erleiden quasi. Und dann ja, ergibt sich so ein shakespeareisches Durcheinander aus Rache und Komödie und Sommernachtstraum und irgendwie hat er alles so ein bisschen reingemixt, hatte ich das Gefühl. Ein bisschen König Lear und ein bisschen Macbeth und ein bisschen Sommernachtstraum. Und so richtig aufgegangen ist das aber irgendwie nicht. Also von der Dramaturgie stimmt es nicht so richtig. Es gibt immer wieder interessante Passagen, vor allen Dingen, wenn Prospero von seiner Vergangenheit erzählt. Seine Tochter ist leider auch, Miranda heißt die, oder Miranda, je nachdem, leider eine dieser shakespeareschen Frauenfiguren, die außer Seufz und Ja, Papa nicht viel sagen darf. Das ist ein bisschen schade. Sie bekommt dann noch eine Liebesgeschichte mit dem Sohn, oh Gott, ich glaube mit dem Sohn vom König oder vielleicht auch mit dem Sohn, ja, mit Ferdinand, wie bei Krawall und Liebe, genau, mit dem Sohn des Königs von Neapel. Und ja, am Ende läuft es eben darauf hinaus, dass er seine Tochter in sicheren Händen wissen will, in einer guten Ehe, seinen Bruder quasi an ihm rächen möchte und er selber stirbt am Ende, also aus Altersgründen. Und es ist auch insgesamt ein sehr versöhnliches Ende, was irgendwie dann auch wieder nicht stimmig war. Also, ja, ihr merkt schon, dieses Stück, es ist nicht so richtig emotional bei mir hängen geblieben, und es hat mich auch nicht so richtig begeistert. Spaß hat es wie immer gemacht, Frank Günther und Tieck zu vergleichen. Ja, das. Mal gucken, was dann als nächstes von Shakespeare dran ist. Als nächstes ist aber erstmal Strindberg dran. So ist der Plan. Das zweite Buch im Dezember. Grit Poppe verraten. Grit Poppe ist eine Potsdamer Autorin, die dieses Jahr gleich 4 Bücher auf einmal rausgebracht hat. Was unglaublich viel ist, was für dieses Jahr irgendwie auch ein bisschen doof ist, glaube ich, weil keine Lesereisen stattfinden konnten und nichts.
Verraten ist ein Jugendroman und er erzählt ein sehr düsteres Kapitel der DDR-Geschichte. Es geht nämlich um, zum einen geht es um Durchgangsheime und Kinderjugendhöfe, heißt das so? Ich vergesse immer ein bisschen, aber ich glaube ja, oder Jugendwerkshöfe. Und zum anderen geht es um die Stasi und die Rekrutierung von Minderjährigen, die ja eben ihre Mitmenschen ausspitzeln sollten. Es geht um Sebastian. Sebastian ist 16 und seine Mutter ist gerade gestorben. Seine Eltern sind getrennt, er kennt seinen Vater kaum. Und nach dem Tod seiner Mutter passt eigentlich seine Großmutter auf ihn auf. Der Staat beschließt dann aber, dass seine Großmutter nicht mehr in der Lage dazu ist. Sie wird für senil erklärt und in ein Heim gebracht. Und Sebastian kommt auch in ein Heim, in ein sogenanntes Durchgangsheim, das Durchgangsheim Bad Freienwalde. Das ist quasi so eine Auffangstation für Kinder und Jugendliche als Zwischenstation, bevor sie dann in die richtigen Heime kommen, in die Jugendwerkshöfe. Und Sebastian weiß gar nicht so richtig, wie ihm geschieht. Er sagt, er gehört nicht ins Heim, ist ja keine Waise, er hat immer noch seinen Vater, er hat seine Oma. Und dieses Heim ist auch nicht wirklich ein Heim, sondern mehr ein Gefängnis. Also er wird dahin gebracht, erstmal gleich in eine Einzelzelle verfrachtet, in der sich nichts befindet, außer einer Pritsche und einem Eimer, in den er urinieren kann. Die Tür ist abgeschlossen. Und dann muss er seine Klamotten abgeben, er kriegt quasi Heimkleidung. Und es beginnen Tage des psychischen und des körperlichen Drills. Und Sebastian hat großes Glück, weil sein Vater ihn ausfindig macht und sein Vater holt ihn ab. Und er darf dann bei seinem Vater wohnen. Was er dann aber erfährt, ist, dass sein Vater von der Stasi bewacht wird, weil er quasi ja, nicht systemkonform sich verhält. Sebastian weiß aber nicht, warum. Er erfährt dann irgendwann, dass sein Vater auch mal im Gefängnis war. Er weiß aber auch nicht so richtig, warum. Sein Vater redet nicht darüber. Und was dann passiert ist, dass ihn ein Stasi-Mitarbeiter anspricht und rekrutiert und sagt, ja, wir sorgen dafür, dass du es einfacher hast, aber du musst uns erzählen, alles, was dein Vater macht und eigentlich auch das, was deine Klassenkameraden machen und deine Lehrer. Und also erzähl uns einfach alles, was irgendwie auffällig ist. Sein könnte. Und dann gibt es einen zweiten Strang dieser Geschichte, der geht um Katja. Katja ist eine junge Frau, die ist 17, steht kurz vor ihrem 18. Geburtstag, ist eine kleine Rebellin, kommt mit ihrer Mutter nicht so richtig klar, die auch sehr merkwürdig ist und ist immer auf der Flucht aus diesen Jugendwerkshöfen. Sie war mit Sebastian zeitgleich im Durchgangsheim Freienwalde und sie hat sich rausgeschummelt, indem sie sich in dem Auto von Sebastians Vater versteckt hat. Und Sebastian versteckt Katja auf seinem Dachboden, was natürlich zusätzlich zu Komplikationen führt, gerade durch diese Stasi-Überwachung und überhaupt. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Buch, was Grit Poppe da geschrieben hat. Es ist auch ein sehr heftiges Buch, finde ich. Also gerade am Anfang, weil ich auch viele Dinge nicht wusste über diesen Teil der DDR-Geschichte. Grit Poppe beschäftigt sich schon relativ lange damit. Es gibt hinten im Buch, gibt es auch Zeitzeugenberichte und ja, Fakten dazu. Also sie beschäftigt sich wirklich sehr intensiv mit diesem Thema. Und es ist ein gutes Buch, ein sehr flüssig geschriebenes Buch. Auch die jugendlichen Protagonisten sind mir nicht auf den Keks gegangen, so wie sie es ja oft, also wie es mir zumindest oft geht bei jugendlichen Protagonisten. Ich finde, es hatte zwischendurch ein paar Längen, aber es ist auch ein richtiger Page-Turner. Also man fliegt da so durch, weil ich zumindest unbedingt wissen wollte, wie das Ganze dann ausgeht. Und ja, ich habe auch noch ein anderes Buch hier liegen, das sich auch mit der DDR-Geschichte befasst. Das ist für Erwachsene, das heißt Angstfresser. Das wollte ich schon längst lesen. Ist auch dieses Jahr erschienen, Anfang des Jahres. Und das ist jetzt auch auf der dringenden Liste. So, dann hatte ich erstmal wieder so eine Leseflaute und dachte eigentlich, jetzt kommt nichts mehr und dann war irgendwie in den letzten anderthalb Wochen hatte ich nochmal so einen Schub. Dank dieses Buches hier. Lola Randl, die Krone der Schöpfung. Lola Randl stand, ich glaube letztes Jahr, nein, also jetzt schon vorletztes Jahr, also 2019, auf der Longlist des Buchpreises mit, ich weiß nicht mehr, es war irgendwas mit Garten. Da erzählt sie darin, dass quasi sie oder ihre Ich-Erzählerin nach Brandenburg
auf ein Dorf zieht und in ein Haus mit einem Garten. Und um diese Protagonistin geht es hier auch wieder. Ich habe das mit dem Garten nicht gelesen. Das hier hat mir meine Buchhändlerin empfohlen. In die Krone der Schöpfung geht es um eine Frau, die eben in diesem brandenburgischen Dorf lebt und Corona bricht aus. Und erst tangiert sie das nicht in ihrer Abgeschiedenheit und dann kommt aber langsam dieses Virus auch in ihr Dorf. Ein Nachbar infiziert sich, muss ins Krankenhaus, die Kinder müssen auf einmal zu Hause bleiben in der Schule. Und sie beschreibt quasi in diesem Buch die Anfänge der Pandemie. Und jetzt fragt man sich natürlich, ich habe mich auch gefragt, warum will ich das denn lesen? Wir sind da mittendrin, wir haben das alle miterlebt, brauche ich jetzt nicht. Was aber wirklich sehr schön ist, ist, wie sie diese Entwicklung kommentiert. Das Buch ist im September erschienen, das heißt, es ist natürlich, kann also wirklich nur den Anfang dokumentieren. Aber was dieses Buch macht, ist eine Mischung zu sein aus einer Romanerzählung, die sich eben um diese Ich-Erzählerin dreht, die irgendwie versucht, eine Zombie-Serie für Amazon zu schreiben, die gleichzeitig genervt ist von ihrem Mann und der Dauerbaustelle in dem Haus, was sie irgendwie ausbauen, die einen Geliebten hat und versucht, das irgendwie alles unter den Hut zu bringen, dann auch noch mit den Kindern und die denkt, sie ist infiziert und auch nicht so richtig weiß, wie sie damit umgehen soll, es irgendwie sehr leicht nimmt und ja, das ist so der Hauptstrang und dann gibt es immer wieder Kapitel, in denen sie verschiedene Dinge kommentiert. Zum Beispiel Push-Nachrichten. Braucht man die? Will man die? Machen einen die nicht irre? Sehr lustige Kommentare gibt es zu Herrn Drosten. Also sehr sympathisch lustige Kommentare. Und immer wieder geht es auch um Parasiten, es geht um Viren. Und das Ganze ist kein wissenschaftliches Buch, aber sie lässt halt all ihre Recherche damit einfließen und kommentiert das sehr, sehr witzig und beobachtet eben auch, was diese ganze Situation mit der Gesellschaft macht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich musste sehr oft lachen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein Buch über die Pandemie, während der Pandemie, mich so gut unterhält. Und mir auch irgendwie noch was mitgibt an Wissen. Also eine klare Empfehlung von mir. Das fand ich wirklich sehr gut. Dann habe ich gelesen, auf den letzten Metern tatsächlich noch ein Highlight des letzten Jahres, Die Vögel von Tarjei Vesaas, ein norwegischer Autor, erschien im Gogols Verlag. Also Tarjei Vesaas ist schon verstorben. Das Eisschloss war ja schon relativ populär von ihm. Und jetzt dieses Jahr ist eben in dieser neuen Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel erschienen Die Vögel mit einem Nachwort von Judith Herrmann. Ihr seht es schon an den Zetteln, da ist relativ viel angestrichen worden. Es geht in Die Vögel um Mathis. Mathis ist ein fast 40-jähriger Mann, der mit seiner älteren Schwester in einem norwegischen Dorf lebt. Und Mathis ist ein bisschen anders als alle anderen Menschen. Man könnte vielleicht sagen, er ist geistig behindert, aber so richtig wird das nie erklärt, was mit ihm eigentlich ist. Es ist auf jeden Fall so, dass er es nie schafft, einer regulären Arbeit nachzugehen, weil seine Gedanken immer wegwandern und weil er die Welt ganz anders wahrnimmt als alle anderen Menschen. Also für ihn ist die Natur noch ein Ereignis und das Buch beginnt, indem eine Schnepfe über das Haus, in dem er und seine Schwester leben, fliegt. Sie hat quasi ihren Flug geändert oder das denkt er zumindest. Also ihr Balzflug geht über das Haus und das ist für ihn ein ganz, ganz wundersames Ereignis und er versucht das seiner Schwester nahezubringen, die ist aber immer damit beschäftigt zu arbeiten und Geld reinzubringen, um die beiden auch über Wasser zu halten einfach. Und ermahnt ihn immer wieder ins Dorf zu gehen oder in die Stadt und zu sagen, ey, du musst dir Arbeit suchen. Und er versucht das immer wieder, aber es klappt nicht so richtig. Und dieses Buch ist einfach so, so schön geschrieben. Es ist, hat Naturbeschreibungen. Ich bin jetzt gar nicht so der größte Fan von Büchern, die ständig nur die Natur beschreiben, aber dieses Buch ist wirklich eine Entschleunigung beim Lesen, weil man diesen Blick von Mathis hat, der einfach Dinge wahrnimmt, die im Alltäglichen untergehen. Und bei diesem, also beim Lesen von dieses Buches habe ich unglaublich viel Lust bekommen, irgendwie alleine durch den Wald zu gehen und einfach mal zu gucken, was links und rechts ist und wirklich das so auf einen wirken zu lassen. Es ist natürlich ein Buch über einen Außenseiter, der irgendwie außerhalb der Gesellschaft steht und sich auch nicht
den Regeln dieser Gesellschaft beugt und der wahrscheinlich auch alleine gar nicht überleben könnte, ohne dass seine Schwester da ist. Aber trotzdem hat es hat irgendwie sowas Erhellendes, etwas ja, Entschleunigendes, ihm zu folgen. Und dieses Buch spitzt sich dann aber zu. Irgendwann kommt ein dritter Mensch in diese kleine Familie und es verändert sich was. Und ja, letztendlich ändert sich etwas sehr dramatisch. Das tut es aber immer noch in einer unglaublich angenehmen Langsamkeit, in einer ja, melancholischen, emotionalen, nostalgischen Stimmung, die nicht kitschig ist, sondern einfach nur wunderschön. Und natürlich habe ich das jetzt in der Übersetzung gelesen, ich hatte aber keine Minute das Gefühl, eine Übersetzung gelesen zu haben, sondern als wäre dieses Buch auf Deutsch geschrieben, weil es einfach so, so flüssig daherkommt. Und ich bin über keinen Satz gestolpert, wo ich dachte, ah, das liegt jetzt an der Übersetzung, weil so würden wir das nicht sagen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass Norwegisch dem Deutschen vielleicht sehr ähnlich ist. Ich weiß das nicht, ich spreche kein Norwegisch. Aber ein grandioses Buch und ich freue mich jetzt umso mehr auf das Eisschloss, was ich eigentlich auch schon längst hatte gelesen habe, lesen wollen, aber es noch nicht geschafft habe. Als nächstes ein Kinderbuch. Das ist jetzt zum monatlichen Theaterstück fast schon Tradition, dass ich ein Kinderbuch im Monat lese. Alle Jahre wieder von Julie C. Ich glaube, es ist ihr erstes Kinderbuch. Ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen lassen, aber mir ist so. Und mir hat eine Kollegin davon erzählt und ich war so, was, Julie C. hat ein Kinderbuch geschrieben? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann noch ein Weihnachtskinderbuch. Dann habe ich das sofort bei mir in der Buchhandlung bestellt. Und dieses Buch ist so schön. Es ist ein Weihnachtsbuch. Ich habe es auch erst nach Weihnachten gelesen, weil ich es vorher einfach nicht geschafft habe. Das ist auch nicht schlimm, weil in diesem Buch Weihnachten auch ein bisschen später gefeiert wird. Ihr könnt es also jetzt immer noch lesen oder ihr hebt es euch halt auf für das nächste Weihnachten. Es geht darum, um Zwillinge. Lena und Josh heißen die. Und die freuen sich wahnsinnig auf Weihnachten. Also sie haben sich verschiedene Dinge gewünscht und sie freuen sich auf den Weihnachtsbaum und dass es dann gemütlich ist und überhaupt. Und dann gehen sie am Weihnachtsmorgen runter und alles sieht aus wie immer und es ist überhaupt keine Gemütlichkeit da. Und sie denken, okay, das Christkind hat vielleicht so viel zu tun, dann kommt es später und sie warten ein paar Tage und es kommt aber nicht. Und sie sind sehr, sehr enttäuscht. Und der Vater der beiden ist Ornithologe und er erzählt, dass in seiner Auffangstation, dass er einen sehr seltsamen, sonderbaren Vogel gefunden hat, der einen verletzten Flügel hat. Und dann dämmert es den Kindern irgendwie und sie denken, ha, Moment, Vogel, seltsam, Flügel, Christkind, da könnte was zusammenhängen. Und sie gehen in diese Vogelstation und tatsächlich ist dieser Vogel das Christkind. Und dann versuchen sie, dieses arme, verletzte, die auch ein bisschen traurige Christkind wieder aufzupäppeln und quasi Weihnachten doch noch möglich zu machen. Und dabei verbünden sie sich mit all ihren Freunden und sie denken sich Spiele aus und es entsteht so eine Gemeinschaft, nach der man sich sowieso gerade sehnt, aber die einfach irgendwie sehr nostalgisch ist und sehr schön. Und dieses ganze Buch ist so witzig, weil es gleichzeitig nostalgisch und modern ist. Also die Julie C. schreibt das alles ganz modern, die Kinder sagen auch mal Alter und so wie sie das halt sagen. Und es ist alles ganz unkitschig und trotzdem ganz herzerwärmend. Mir hat dieses Buch unglaublich viel Spaß gemacht. Mit Bildern von Lena Hesse ist das übrigens also eine große Empfehlung. Und mal wieder ein Buch von Julie C., wo ich sage, ja, sie kann halt einfach schreiben, das ist ja so. Und das letzte Buch war auch ein Weihnachtsbuch. Alexa Henning von Lange, Die Weihnachtsgeschwister. Ich finde das sehr witzig, dass es das letzte Buch ist, weil das erste Buch 2020 war auch von Alexa Henning von Lange, Kampfsterne. Dann habe ich in der Mitte des Jahres ihre Wahnsinnige gelesen und jetzt eben dieses Buch und irgendwie ja begleitet mich Alexa von Henning von Lange, hat mich durch 2020 begleitet, was irgendwie schön ist. Und auch dieses Buch fand ich wieder sehr gut. Es geht um drei Geschwister, Tamara, Ingmar und Elisabeth. Die sind alle schon erwachsen und die sind aufgewachsen in einem sehr harmonischen Elternhaus, haben sich als Kinder auch sehr gemocht und zusammengehalten und jetzt sind sie alle erwachsen und treffen sich jedes Jahr wieder bei den Eltern zu Weihnachten. Und sie haben sich völlig aus den Augen verloren, sich völlig in entgegengesetzte Richtungen entwickelt und jedes Jahr zu Weihnachten kommt es zum Streit zwischen den Geschwistern. Und die drei sind auch sehr unterschiedlich. Tamara ist die Älteste
die eigentlich ja was Geisteswissenschaftliches studiert hat und sich auch sehr viel darauf einbildet und jetzt Hausfrau und Mutter ist und sich nur um die Kinder kümmert und furchtbar, furchtbar verbittert darüber ist. Also Tamara ist eine unglaublich unsympathische Figur, die nur meckert und die gegen alles stichelt und trotzdem sich immer noch fühlt, als wäre sie was Besseres und ja eigentlich total unzufrieden ist mit ihrem Leben und ja, und das eben an anderen auslässt. Dann Elisabeth ist eine sehr freundliche, zurückhaltende, unsichere Person, die schon zweimal geschieden ist, die jetzt einen neuen Freund hat und sehr, sehr glücklich mit ihm ist, aber trotzdem die ganze Zeit unsicher, ob sie ihn halten kann und ob es nicht an ihr liegt, dass diese Beziehungen immer zu Bruch gehen. Und Ingmar ist ein Mann, der sehr viel Wert auf, also sehr umweltbewusst lebt, sehr ökologisch, der seine Kinder auch so erzieht. Und sehr an dem intakten Familienbild seiner Familie, also mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, festhält. Und ja, so krachen halt diese drei Geschwister aufeinander und den Eltern reicht es dieses Jahr. Und sie denken sich dann was aus, damit diese drei sich wieder vertragen. Und mir hat es wieder sehr, sehr gut gefallen, wie bissig und in einer unglaublich klaren, entlarvenden Sprache Alexa Henning von Lange ihre Protagonisten darstellt, wie sie sie entblättert und wirklich so diese, sie erst oberflächlich zeigt und dann immer mehr Schichten abschält und dahinter guckt, was eigentlich mit denen los ist. Das hat mir schon in den anderen beiden, vor allem in Kampfsterne, auch sehr gut gefallen. Dieses Buch hier ist dann am Ende geht, sage ich mal, die Versöhnung etwas schnell und das Ende ist fast ein bisschen kitschig, was man jetzt am Anfang vielleicht gar nicht so erwarten würde, weil die Fronten doch sehr verhärtet sind. Ich habe das dem Buch aber verziehen, weil es nun mal eine Weihnachtsgeschichte ist. Ich hätte es jetzt aber auch nicht schlimm gefunden, hätte es sich nicht ganz so harmonisch aufgelöst. Trotzdem fand ich dieses Buch gut und ich kann es empfehlen, wenn man einfach mal, es liest sich auch unglaublich schnell, ich habe es in einem Tag gelesen, 140 Seiten sind das, glaube ich, bei 150. Und oh, das riecht so gut. Kennt ihr das auch? Dass es so Bücher gibt, die, da könnte ich immer, ja, ist wie so eine Droge, ganz schlimm. Ja, also auch eine Empfehlung von mir, Alexa Henning von Lange ist ähnlich wie Franziska Hauser, die ich ja auch dieses Jahr zweimal belesen habe wieder. Eine Autorin, von der ich unbedingt noch mehr lesen möchte, die ich sehr, sehr spannend finde. Und das war mein Lesemonat Dezember. Der war jetzt ganz schön lang, weil ich keine Einzelrezension zu den Büchern gedreht habe, aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Und ich hoffe, für euch war was dabei. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr zu irgendeinem dieser Bücher etwas sagen möchtet oder sie euch interessieren oder sie auch schon gelesen habt oder was ihr gerade lest. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.